So, hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Genau, und wir wollten ja jetzt erstmal gucken, was so im dunklen Wald so ist, ob wir da eine Spur finden. Hier zum Beispiel, das habe ich vorher schon erwähnt, es gibt ja diese zwei Schreine und einen haben wir schon vorher angewendet, um unsere Mauern zu verstärken und das ist der andere Schrein. Aber war das nicht der gleiche? Das war doch der gleiche Schrein. Nein, das war ein anderer Schrein. Okay. Den zündest du an und dann werden deine Krieger wohl irgendwie stärker. Also die Dame hat nämlich irgendwie ein Speer oder so in der Hand. Das habe ich letztes Mal gesehen. Ah, sehr cool. So, aber kommt der... Nacht. Aber wenn du nach links reitest oder so, kriegst du dann nicht da eine Kiste oder... Ich glaube nicht. Ich möchte irgendwie weg von diesem Portal hier auch, weil da spawnen ja diese ganzen Ekelviecher, die mich in der Nacht immer angreifen. Deswegen... Du feige Sau. Ich reite jetzt wie mal zurück. Wie du wieder da wegreitest. Bezahl doch den Händler. Na. Ich hab kein Geld. So, Tag 17. Ja. Also. Erbärmlich finde ich das. Erbärmlich. Ja. Wie war das mit Tag 30? Oh, ich hab's bis Tag 30 geschafft. Hat halt keiner gesehen, aber ich hab's bis Tag 30 geschafft. Mein Lieber, ich hab ein Foto gemacht. Also bitte. Mhm. Ich werd's einfach überall rumschicken. Weißt du was? Oh. Du kannst nicht mal ihn kaufen. Ich kann niemanden kaufen. Doch, du hast ein Gold. Ja, und was bringt mir das dann? Nicht viel. Aber weißt du was? Du kannst das Foto auf unserer Facebook-Seite posten. Oh ja, das mache ich. Absolut. Ja. Ha. Also, da steht aber noch, das muss ich dazu sagen. Verdammt. Da steht nämlich Tag 29 noch. Ah. Aber ich habe die Nacht noch überlebt. Ah, das ist natürlich jetzt super ärgerlich. Ich poste aber dieses Bild trotzdem, ja? Weil Tag 29 ist schon mal mehr als Tag 15, 16, nee, 17 haben wir jetzt, genau. Ja. Oh Mann, ey, hier ist ja echt... Tote Hose, ne? Nichts mehr, ich habe gar nichts. Furchtbar. Aber haben wir da Kalisa, die Starke, geschaut? Oder... Ich weiß nicht, ich bin so verwirrt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Pferd ist auch noch total erschöpft. Ja, ja. Ah, eine Kiste. Und, ja, ein Gold. Toll. Hey. Da wird kannst der Beutel dir, richtig voll. Da kannst voll. Du dir einen Bogen holen und dann hat zumindest der eine, den wir vorhin noch gekauft haben. Ja, das war mein Plan. Ein bisschen Spaß, ne? Aber ich meine, ohne Mauern, was mache ich denn ohne Mauern? Oh, du hast doch schöne Mauern, zwar im Hintergrund, aber... Ja, super. Bringt mir jetzt gar nichts. So, wie war das mit dem Versprechen, diese Ernte da zu bauen? Die Farm, ja, das muss jetzt leider warten. Also, wenn ich noch überleben soll, dann... Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Links ist nichts, rechts ist nichts. Doch, ich links. Bin für rechts. Nein? Ja, okay. Aber schau mal, hier ist ja gar nichts mehr. Ja, aber ich meine, wir waren doch jetzt die ganze Zeit links, also... Ja, wir waren ganz am Anfang, weil rechts, da haben wir doch dieses... ne? Holz-zu-Stein-Altar gefunden. Ah, ja, ja. Rechts. Nebel zieht auf, die Sonne geht unter. Oh, nee. Oh, oh, oh. Geh doch mal in den Wald. Ich glaube, jetzt habe ich nicht mal mehr Geld. Das heißt, wenn ich jetzt in den Wald reite, ja, dann mich fällt dann da so ein Viech an, dann haben die gleich meine Krone. Ich muss mich... Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. By the way, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben oder nicht. Oh. Ja. Ja. Ja, was? So viel? Das hast du auch gar nicht verdient. Juhu. Danke, danke, danke. Das mit der Krone und dem Geld, dass du, wenn du da die... Habe ich das noch gar nicht... Oh, das... Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Aber ich dachte, ich hätte es schon mal gesagt. Bei mir ist es halt aufgefallen, als ich eben meine 30 Tage abgeleistet habe. Ja. Dass, wenn diese Monster, ja, wenn die nichts mehr von dir klauen können, also wenn du kein Geld mehr im Geldbeutel hast, dann klauen sie dir erst die Krone. Solange du noch Geld im Geldbeutel hast, werden sie dir das immer klauen. Oder wahlweise die Bögen oder die Hämmer deiner Leute oder die Lanzen oder ach, was weiß ich, was halt alles gibt, ne? Was sie alles so zerstören können. Ich mag die nicht. Ich meine, warum lebt man denn in dieser Welt überhaupt? Wer hat mich eigentlich zur Königin gemacht? No. Die haben so an mich geglaubt. Ja. Ach Gott. Das war knapp.
Oh nein, er hat den Bogen von meinem Bogenschützen. Der Bogen liegt da noch. Oh, jetzt ist er weg. Krass, die Bögen verschwinden ja komplett, wenn sie dann fallen gelassen werden. Ja, ich glaube, weil ich einfach keinen Bogenschützen mehr habe, der ihn noch aufhebt. Weil manchmal heben sie die noch auf, aber der wird jetzt so viel Angst gehabt haben. Oh nein. Tag 18. Du bist ja vogelwild. Das ist ja... Es geht so gut. Naja. Aber du kriegst doch jetzt auch wieder eine Truhe. Ja, vielleicht. Schau mal, wie viele Goldmünzen sie reingepackt haben. Eine halbe diesmal vielleicht. Vielleicht, ja, wenn sie großzügig sind. Oh Mann, wirklich. Ich hätte einfach... Ich weiß nicht, was ich hätte anders machen sollen. Ich fand mich ja eigentlich sehr gut. Ja. Die stolze Kalisa... Ich muss irgendwas finden. Ich muss irgendwas machen. Ich kann doch nicht aufgeben. Ich sollte... Rumreiten und mich am Lagerfeuer wärmen. Ja, ich bin so unschlüssig. Irgendwie zieht es mich ja immer nach links, ne? Aber es ist auch so traurig. Hier ist alles platt gewalzt von mir schon. Es ist nichts mehr da. Ja. Ah, aber jetzt höre ich die Glocke. Das heißt, eigentlich müsste ich eine Truhe bekommen haben. Ah ja, wenn die Glocke ja. klingelt... Ich dachte, die Glocke ist nur dann da, wenn die Monster dir praktisch nichts mehr tun können. Nee, toll. Eine Münze. Ja, gleich auf den Kopf sind hauen. Die Hosen, 4 Münzen. Ja, genau, hole ich mir meinen Bogenschützen wieder. Ja. Dann habe ich wieder eine Münze. Das ist doch eine ist besser als keine. Ja. Ja. Und dann reite ich jetzt mal gekonnt nach rechts, weil... Ich habe keine andere Möglichkeit. Warte, ganz kurz. Wir sind ungefähr bei 7 Minuten. Flo, merkt dir das Bild? Das war nämlich ganz schön hier mit dem Nebel und diesem verlassenen Katapult. Das sieht aus wie so ein verlassenes Schlachtfeld, was es letztendlich auch war. Du bist so gemein zu mir. So gemein. Da standen die Ruinen deiner Türme. Die Ruinen meines Königreichs. Oh. Das ist fürchterlich traurig. Ja. Ja, schau hier, sage ich doch, da waren wir. Das der, ist der Schrein aus Stein? Der Schrein aus Stein. Oder der Steinschrein. Nein, der Schrein aus Stein. Das finde ich viel besser. Da gab es doch auch mal irgendwas. Naja, wenn es mir wieder einfällt, an was es mich erinnert, dann sage ich es. Oh, Portal. Nein. Oh, es blubbert. Nein. Feigling. Ich bin kein Feigling. Komm, ich bin kein Feigling. Komm schon, eine Goldmünze hast du doch noch. Wow. Nein, lauf. meine Krone. Warte, ich muss sie zurückholen. Ja. Du Lacker. Ja, weil... Bezahl den. Ah. Wenn man nämlich die Krone wieder zurückholt, bevor das Viech sie kriegt, eine Truhe. Ja, die Zeiten werden gülden für mich werden. Wenn man diese Krone auf jeden Fall... Verdammt. Wenn man die wieder zurückholt, bevor das Viech sie holt, dann hat man nicht verloren. Nur wenn sie die wegtragen, dann verliert man. Ich versuche jetzt einfach mal so schnell wie möglich hinter Mauern zu kommen. Das ist ja fürchterlich. Nein. Oh nein, jetzt haben sie dich. Nein, oder? Mein Pferd, nein. Nein. Und tschüss. Aber das ist schon krass, dass sobald du keine Krone mehr hast, scheißen deine Dorfbewohner auf dich. Ja. Oh, nee, warte mal, was haben wir letztens gesagt? Frauen, nicht bestäuben, Frauen aber werden nicht angekackt, sondern sie werden bestäubt. Nein, nicht bestäubt, das war irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Sowas. Nee. Egal, irgendwas Vulgäres. Es war gar nichts Vulgäres. Tag 18. Ja, ist schon nicht schlecht, ja, auf jeden so Fall. Ich so große Hoffnungen für dich. Naja, lasst euch nicht die Krone klauen. Ja, auf jeden Fall. Und immer genug Gold dabei haben, auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, ich werde jetzt hier an dieser Stelle nicht gleich einen Restart machen, weil sonst kommen wir in die Überlänge, weil ich habe jetzt ganz viel von dir gelernt, wie man es nicht macht. Ne? Sagt der nach 2 Tagen gestorben ist. Ja, ich wollte dir halt so ein Zuckerl hinwerfen, dass du da halt irgendwie Spaß hast. Ein Zuckerl wollte dir hier schmeißen. Hier nein, nicht diesen Dialekt, nein. Gehst. Moment, was hast du denn gegen unsere österreichischen Zuschauer? Ich habe gar nichts gegen Österreicher. Ja, okay, das ist schön. Gar nichts. Also schöne Grüße nach Österreich. Ja, schöne Grüße. Ihr habt schöne Berge. Ja. Ich möchte auch noch jemanden grüßen. Ja, wen möchtest du denn grüßen? Ich möchte meinen Bruder grüßen, wenn ich jetzt mal... Ja, das könnte ich mal machen. Ja. Hallo, Timo. Ja, weil deine große Schwester ist jetzt ganz cool und macht Let's Plays. YOLO. Also, like und subscribe.
Und deine Freunde auch. Und natürlich alle anderen, die jetzt nicht mit ihm irgendwie verwandt sind oder befreundet, auch liken und subscriben, weil uns hilft es furchtbar viel und es freut uns auch tierisch, wenn ihr, wenn euch das gefällt, dann haben wir auch Bock, noch mehr zu machen und ja, es wäre auf jeden Fall, ja, wir freuen uns über jedes einzelne bisschen. Genau. Und ja, ansonsten wünsche ich euch so noch viel Spaß beim Zocken. Ja. Ja, ja. Viel Spaß und bis in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.